Wenn allerdings viele Menschen zusammenkommen, dann ist auch das Risiko größer. Das liegt auf der Hand. Und deswegen soll künftig eine Grenze von 25 Personen bei privaten Zusammenkünften in privaten Räumen gelten. Normale Geburtstags- und normale Familienfeiern sollten damit auch weiterhin möglich sein. Übrigens, an der frischen Luft gilt eine Grenze von 50 Personen. Wir wollen damit nicht den Menschen in Niedersachsen die Geselligkeit vermiesen, um das klar zu sagen. Deswegen ist auf der anderen Seite vorgesehen, den Rahmen für Gaststätten und andere öffentlich zugängliche Räume auf der Grundlage eines Hygienekonzepts durchaus zu erweitern. Wer versteht denn, dass ich mit 60 Personen Sport in geschlossenen Räumen durchführen darf, aber mit nur 25 Personen in geschlossenen Räumen, vielleicht unter Einhaltung von Hygieneabständen, mich treffen darf? Warum haben Sie hier so unterschiedliche Zahlen? Wie erklären sich die denn? Warum gilt denn für den privaten Raum nicht klare Regeln für die Einhaltung von Konzepten und dann weiß jeder, was er tun soll? Und warum befördern Sie an dieser Stelle ein Denunziantentum, Herr Ministerpräsident? Und ich möchte Ihnen gerne einmal etwas aus Ihrer Rede eben zitieren. Sie sagten, draußen ist keine Maske nötig, es sei denn, der Mindestabstand ist nicht sichergestellt. In geschlossenen Räumen dagegen ist eine Maske nötig, es sei denn, der Mindestabstand ist sichergestellt. Jetzt erklären Sie mir bitte mal, ich sehe da nur einen semantischen und keinen realen Unterschied, Herr Ministerpräsident. Und ehrlich gesagt, das ist auch sinnbildlich für diese gesamte Verordnung. Sie haben versucht, sie einfacher zu gestalten und zu formulieren. Aber ich habe Ihnen an vielen Beispielen deutlich gemacht, verständlicher ist sie für die Bürgerinnen und Bürger deswegen noch lange nicht geworden. Ich weiß, das ist ein weitgehender Eingriff, meine Damen und Herren. Die Privatwohnung ist besonders geschützt, aber die Privatwohnung ist kein rechtsfreier Raum. Meine Damen und Herren, ich habe bereits die tragfähigen Konzepte der Schaustelle angesprochen. Das Gleiche gilt für den Bereich der Gastronomie. Hier unterstütze ich den Weg, bei privaten Feiern im öffentlichen Bereich die Personenzahl auf 100 zu erhöhen. Ich kann diesem Motto Gastronomie mit Sicherheit feiern vieles abverlangen. Denn hier müssen wir die privaten Feiern, wie ich finde, aus dem Graubereich rausholen und zu den Profis, unseren Gastronomen lenken, die sich mit den Hygienekonzepten bestens auskennen. Wenn man sich dann klar macht, das ist wirklich das letzte Refugium, besonders geschützter Bereich, Ausdruck der Menschenwürde, dann müssen Sie das aber mal erklären, Herr Ministerpräsident. Und dann müssen Sie uns auch mal sagen, wie Sie denn genau auf diese 25 kommen. Was sind es denn für Partys? Was sind es denn für Zusammenkünfte, die tatsächlich diese Besorgnis rechtfertigen, dass es genau 25 übrigens sein müssen? Da haben Sie wieder nichts dazu gesagt heute. Sie haben gesagt, es seien so allgemeine Berichte. Sie hätten Berichte von Scheunenfeiern erhalten, Scheunenfeten. Das ist doch alles total pauschal. Sie müssen doch mal konkret sagen, welche Ereignisse sind es, die in Niedersachsen im Verhältnis zu dem aktuellen Infektionsgeschehen, was wir im Lande haben, es rechtfertigen, 25 zu begrenzen. Wie die Kollegin Modder zu Recht gesagt hat, die private Wohnung ist kein rechtsfreier Raum. In der Masse ist das, was draußen verboten ist, eben auch in der privaten Wohnung verboten. Ich darf draußen bestimmte Drogen nicht nehmen, ich darf drinnen bestimmte Drogen nicht nehmen. Ich darf draußen kleine Kinder nicht mit Alkohol abfüllen, ich darf es in der privaten Wohnung nicht machen. Das ist das Problem. Und das System ist im Prinzip bei uns bislang deswegen systemwidrig gewesen, weil wir gesagt haben, dass etwas, was draußen gefährlich ist, drinnen offensichtlich nicht mehr gefährlich sein soll und deswegen ist es drinnen nicht verboten. Und dieses System wird jetzt ganz zu Recht geändert.